Whoa. Hello Friends, NRF Fox ist natürlich wieder am Start, wie jeden Montag mit Random Monday. Heute habe ich mir überlegt, nicht wundern, ihr seht jetzt gerade nur einen schwarzen Bildschirm, das Spiel ist da. Heute habe ich mir überlegt, dass wir ein bisschen die mit den Dimensionen spielen. Thema ist Dimensionen. Drei Spiele werde ich vorstellen, ich hoffe es reicht von der Zeit. Aber ich denke schon, ich bin zuversichtlich. Ich hoffe, ihr habt genauso wie ich die Game Invasion verfolgt bei Rocket Beans. Tolle Sache. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass zu wenig oder eigentlich gar nichts über VR gesprochen wurde. Naja, so ist es halt. Trotzdem hat es mir mega Spaß gemacht zuzuschauen. Und sehr gut, dass Hamburg gewonnen hat, auch wenn ich totaler Fan von Hand of Blood bin. Hamburg, meine Traumstadt. Okay, zurück zum Thema. Ich hoffe, euch geht's gut. Die Temperaturen gehen so langsam mal runter. Es ist nicht mehr so bullenheiß. Die Brille wird auch nicht mehr so schnell heiß. Es beschlägt schon ein bisschen, aber für dieses Spiel Search habe ich mir ausgesucht. Sollte es reichen fürs Erste. Da ich in diesem Spiel nichts mache, außer zuschaue. Aber es soll relativ gut sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an. Play. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht schon mal sehr gut aus. Musik könnte ein bisschen laut sein. Aber das überstehen wir jetzt einfach mal. Wir sehen Würfel. Wir können uns frei im Raum bewegen. Würfel sehen schon mal sehr gut aus. Hände haben wir keine. Scheinbar wird's heller und heller. Okay. Ziemlich hell. Das sieht schon mal sehr gut aus. Doch, sieht sehr gut aus. Die Reflexionen sind mega gut. Und das Positive an der Vive Pro ist halt einfach die Schwarzwerte, aber halt eigentlich auch die Helligkeit, glaube ich, ist richtig gut bei dieser Brille. Okay. Versuche jetzt mal nicht viel zu reden. Wir bewegen uns. Sorry, jetzt renne ich schon wieder. We'll be right back.
Ja, das war so überwältigend für das Spiel, dass die Brille sogar abstürzt. So, das nächste Spiel heißt Relativity. Ein Spiel von Tom C. James. Es sieht nach einem Minispiel aus, aber das ist auch nicht schlimm. Das war ja unser Ziel. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was man hier macht. Ah, okay, mit Zeigefinger. Das ist die Lobby. Warum soll ich dich graben? Ah, dich muss ich scheinbar einsammeln. Ist ein bisschen verwirrend, dass man, okay. Bisschen verwirrend, dass man noch mit dem Trigger noch bestätigen muss. Sliden finde ich auch komisch. Okay, Trackpad. Das gefällt mir. Trackpad macht für mich schon mal ein bisschen mehr Sinn. Außer dass es an der falschen Hand liegt. Ah, wir haben leichte Lags. Nee, mit Low geben wir uns gar nicht zufrieden. Difficulty lassen wir so. Was ist das? Da kann man die Musik ausmachen. Musik wählen. Kann man nicht. Aber dafür kann man diese Dinger graben. Okay, das sind scheinbar Sammelsachen, wollte ich schon sagen. Wir nehmen Teleportation, weil ich sonst nicht weiß, wie man. Achso, man kommt auch so nicht rüber. Oh je, das wird ja was. Gut, dann gehen wir mal einfach hier drauf und pullen's. Pullen die Scheiße. Okay. Versuchen alles einzusammeln, was es einzusammeln gibt. Versuch auch recht schnell das Ganze zu machen. Wahrscheinlich muss das Ding runter. Interaktiv, sehr schön. I see, I see. Übelkeit ist vorprogrammiert. Nur interessant. Aber, was mich stört, kann ich ins Menü zurück? Was mich stört? Was ist, wenn ich. Kann ich runterspringen? Nein, kann ich. Ich kann nicht ins Menü zurück. Okay, das ist komisch. Na gut, dann müssen wir. Also, es ist sehr auf Rätsel basiert. Tu jetzt einfach mal alles aufmachen. Ja, ich wollte im Menü, ich wollte eigentlich ins Menü zurück, um vielleicht doch die Slide-Funktion aufzumachen. Weil ich gucken wollte, ob ich damit klarkomme. Oder wisst ihr was? Ich tu mal kurz neu starten. So, jetzt habe ich die ultimative Einstellung gefunden für mich. Machen wir mal. Ist zwar die falsche Hand, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Bridges. So, hier haben wir aufgehört. Mal gucken. Also ich glaube. Das haben wir ja schon eingesammelt. Im Trackpad könnte es mir schon eher gefallen, als rum zu teleportieren. Ui. Ein bisschen verwirrend. Ah, okay. Ich kann auch geradeaus drücken. Oder auch nicht. Ja, genau. Das ist das Feeling, was ich haben wollte. Weil beim Teleportieren hat man das jetzt nicht so. Wenn ich. Ja, genau. Oh, das ist genau das, was ich wollte. Ja, das gefällt mir. Ja, zur Mitte des Raumes. Weil beim Teleportieren, das ist so ein Snap.
Da hat man nicht wirklich dieses Feeling, was dieses Spiel ja eigentlich vermitteln möchte, dass du quasi die Dimensionen, die Dimensionen wechseln möchtest. Das habe ich auch schon. Oh, es ist verschickt. Das ist richtig, richtig schön verschickt. Okay. Gut, dass ich so einen harten Magen habe bei VR. Das macht mir halt einfach null. Oh, dockt er bei uns an? Nee, navigiert perfectly. Nee, das macht mir halt gar nichts. Denke ich. Ah, haben wir uns noch den letzten Kristall? Obwohl das echt richtig strange ist. Wie gesagt, ich habe gesagt, mir macht sowas eigentlich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich merke es schon, ein leichtes Kribbeln im Magen. Vor allem nichtsdestotrotz. Ah, okay, ich hab's. Da ist der Ausgang. Da gehen wir jetzt rein, ab ins nächste Level. Das haben wir ja auch schon. Uiuiui. Ach, da geht's zurück zum Menü dann, okay. Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, von der Grafik kann man jetzt ja nicht viel sagen. Die ist relativ simpel. Kann es sein? Ach ja, das ist der Weg zurück. Relativ simpel gehalten. Aber dadurch, dass es also ich sag jetzt mal Dimensionen. Manch einer wird wahrscheinlich sagen, dass es komplett falsch ist. Dass es nichts mit den Dimensionen zu tun hat. Aber mir fällt auch jetzt gerade vielleicht nicht das richtige Wort dafür ein. Aber dadurch, dass es mit den Ebenen spielt, ist das schon echt interessant. Könnte eine gute Grundlage für, keine Ahnung, ein tolles AAA-VR-Spiel sein. Okay. Ich glaube, also, wie jeder wahrscheinlich kennt, oh, da ist mal ganz kurz das Spiel an sich abgeschürzt. Sowas hatte ich auch schon seit langem nicht mehr. Sonst war es immer in Verbindung meines Rechners. Mal gucken, ob das gleiche nochmal passiert. Was ich sagen wollte ist, viele kennen ja Prey wahrscheinlich. Die haben ja auch mit dieser Mechanics gespielt. Ja, stürzt wohl das Spiel ab. So, das ist wohl das letzte Spiel. Alle anderen waren ja relativ kurz, deswegen gucken wir, dass wir hier ein bisschen mehr ausweiten. Dimensional. Denk mal, das müsste zum gleichen Thema passen, zu mehreren Ebenen. Wir gucken uns mal kurz die Settings an. Calibrate Floor Grid. Generate from Chaperone. Microphone ist wahrscheinlich gut. Quality. Mach mal Highest. Highest. Showgrid machen wir aus. Ja, das müsste passen, dann würde ich sagen, los. Dann würde ich sagen, gehen wir Play Introduction. 30 years ago, we were visited by transdimensional beings. They were being hunted to extinction. Together, we built chambers deep underground to hide and protect their offspring.
In return, they promised us technology. Die Frage ist, wie bewegt man sich? And build machines to smash their way through. We need your help. Wie immer brauchen sie meine Hilfe. Also bis jetzt ist es noch nicht so spektakulär. Da ich immer noch nicht weiß, wie man sich hier bewegt. Was ist die Story? Warum bin ich hier? Die Grafik erinnert mich an alte 20er, alte 90er. Aha. Okay, select your level. Use your laser pointer to select a level, then click your teleport button. Hold your controllers close to your face to see button. Ah, okay. Here's teleport, okay. Menu. And the last checkpoint, okay. Your first task is to find a companion droid. The commander can use his drone to watch over you. Okay. Also ist das so eine Art Simulation wahrscheinlich. Your body's still back in your own room. So if you want to stay safe, stay on the grid. Also richtig laufen wäre mir lieber. Hold your control close to your face to see the button. Keine Ahnung, using a ray. Ja, okay. Not recommended. Right click to toggle. Ah, hallo, wir Trackpad? Okay. Ja, aber wie laufe ich? Ich meine. Ah. Okay, ist nur. Richtig komisch. Das ist also ja, ich muss leiden. Ich kann nicht physikalisch mich drehen und geradeaus laufen. Das ist verwirrend und eigentlich nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Weil kein Mensch, was heißt kein Mensch? Ich find's komisch. Deswegen bleiben wir beim Teleportieren. Und gehen einfach mal weiter. Limbo. If you move your head into a wall, your object will, you will enter a limbo state. Or object. Move back out of the wind of the. Oh, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren irgendwie heute. Move back out of the wall within a few seconds or face the consequences. Try it on the wall so you know what to expect. Probieren wir mal aus. Das heißt, dass man sich ducken muss. Was ist, wenn ich... Aha. Das zeigt mir dann auch gleich an, wie ich dann aus diesem... dieser Sicht rauskomme. Okay. Aha. Ist schon mal sehr gut. Das ist so ein bisschen... den... ja, nicht wirklich den Raum nutzt, aber dass man schon wirklich den ganzen Körper nutzen muss. So ein bisschen erinnert es mich an Tea of God, auch ganz gut. Habe ich auch nicht mehr weitergespielt, kam bis jetzt noch nicht dazu, vielleicht irgendwann mal. Motivation ist jetzt nicht so da, dass ich jetzt Tea of God weiterspielen möchte. Okay, wir müssen warten, bis es gerade ist. Bin ich jetzt dead? Okay, da war ich wohl dead. Lame. Schafft man das auch vom Timing her? Ja, das wartet schon lange. Nee, jetzt ist es... Das ist schon anders. Vielleicht erwische ich einen Zeitpunkt, wo beide gerade sind.
So, jetzt zum Beispiel. Yes! Läuft doch. Aber so ein bisschen fehlt's mir in Action. Irgendwie, das ist so. Was war das? So gerade auf mich geschaut. Oh Gott! Entschuldigung, ich bin erschreckt. Odin! Beacons. Your teleport system can lock onto beacons and transport you there. Tap the usual teleport button on your controller while pointing the laser pointer toward the beacon. Also so. Viel zu viel Animation. Weiß nicht, ob die Animation ist jetzt besser gemacht haben, anstatt einfach da hoch zu teleportieren. Das sieht an sich schon sehr cool aus. Auch wenn die Grafik jetzt nicht so atemberaubend ist, hat das schon irgendwas. Man hat das Verlangen, wirklich in diesem Raum rumzulaufen und alles zu berühren, weil es schon recht plastisch wirkt. Das gefällt mir ganz gut. Dann gehen wir mal hier zur Markierung. Switches. Sometimes you need to activate switches to unlock and open doors. Das gefällt mir halt überhaupt nicht. Das macht mir Angst. Irgendwas ist da. Das ist sehr bedrohlich, finde ich. Switches. You need to activate switches to unlock and open door. Ja, okay. Switches. Switches. Wo sind Switches? Oh Gott. Oh je, oh je. Ach, das machen die extra, dass man da nicht hochkommt. Boah, das hat mich jetzt gerade erschrocken. Jetzt bin ich hier oben. Und kann da herein. Ja, so ein bisschen Musik wäre nicht schlecht. Checkpoints. Activate checkpoints by getting closer to them. If you get in trouble, we can teleport short distance through time to bring you back here. Okay, und das sind wahrscheinlich. Achso, das sind die Checkpoints. Ich dachte jetzt Sitzbänke. Und das? Schöne Lampen. Würde ich jetzt zwar nicht zu Hause haben wollen, aber. Pff, hier aus. Ist nicht dein Ernst, oder? Oha. Ich glaube, das war so gedacht, oder? Dass ich. Alter. Hallo. Wer? Bigby. Droid retrieved. Preparing to return to base. This is my favorite painting. Der hat einen Mustache. Like it? Ja. Found hidden message. Hi, I'm hacking your system. It will be revealed what you missed when you are back at base. Find the truth, save us all. Morny Lash. Recruiting HUD. Das bringt mir jetzt was? Ja, mach mal. Stargate Teleportation. Geil. Okay, gehen wir zum nächsten. Let's start the rescue missions before the offspring is lost forever. Okay. You have 20 minutes and 41 seconds left. Just so you know, this is all new to me too. Aliens, hunters, teleporting, it's crazy. Cold. Ach, Digby heißt er. Okay. Digby. Click your. Okay, darf ich endlich? Click your left trigger to make
Digby, fly toward your controller. Hold the trigger to make him follow your controller for precise positioning. Hold your controller near your face to see button. Okay, gucken wir mal. Ja, und das bringt mir was? Move closer. Muss ich jetzt im Kopf da rein? Oh, das ist nice. Aha. Nee, macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Aber das ist ein cooles Feature. Muss ich mal in der Hand vielleicht... Aufregen? Nee. Also echt ein cooles Feature, dass man da wirklich dann seinen Kopf da reinmachen muss. Found obscure area. Mal gucken. Was ist denn? Ja, Digby. Was kannst du jetzt wohl damit machen, hm? Mal ganz kurz was gucken. Okay, ganz cool. Dieses Spiel benutzt scheinbar auch das Mikrofon. Mal gespannt, was man mit dem Mikrofon dann so machen kann. Bei Digby macht jetzt erstmal nichts. Na, okay. Okay, ich darf mich also nicht treffen lassen, sonst bin ich gleich Game Over. Ja, aber so gehypt bin ich jetzt noch nicht von dem Spiel. Shoot Digby. Select a valid target with your laser pointer. Hold the trigger longer and harder to increase the thruster power. But use it to shoot him. Okay. Headbutt? Ernsthaft? Nicht so wie so eine Laserpistole oder eine Massen. Headbutt? Okay. Wenn du das sagst. So ein bisschen schmerzhaft. Employee of the Month. Da sollte ein Bild von mir drauf sein. Auch egal. Awards. Patrick Olur. Sorry, guy. Ich kann den Nachnamen nicht sprechen. For increasing the average alcohol intake of our employees by 216. Ja, okay. Energy Shield. You can't teleport or set target through energy shields. You need to physically walk through them. It's quite safe. Okay. Was war das jetzt? Use that droid to knock through part of the wall. Carefully. What? If Digby is stuck or far away, you can ask him to teleport directly to your location. Hold your controllers. Ja. Ist eigentlich, naja, irgendwie komisch.
aber auch irgendwie witzig. Ja, ich versuch's. Oh Gott. Da schützt ja die ganze Decke ein. Kannst du noch bitte hier das Ding da wegmachen? Danke. Weil mir die ganze Decke eingefallen, ey. Oh, ach du Scheiße. Da gehen wir gleich rüber. Das hätte uns richtig... richtig arg wehgetan. Oh. Und zack. Ups. Ich glaube, ich muss mich... Da ducke ich mich jetzt mal. Need to reposition yourself before we drop out of limbo. Walk around until the green icon moves onto the word go. Oder bin ich doch zu weit an der Wand? Ach, scheinbar nicht. Gehen wir physikalisch rüber. Look for a beacon to teleport to. So, bin drin. Check successful. Keine Peilung. Na, kannst du nicht? Was ist los mit dir, Digby? Dann gehen wir halt dahin. Das ist schon komisch mit dem Limbo. Aber es wird wohl sein... Sinn und Zweck haben. Und Digby, Headbutt. Droid Status. If you aim your... You must save them all. Okay. If you aim your laser pointer at the icon above droids for a few seconds, your HUD will show their status report. Each droid... Hold a keycard, okay. Das heißt... Name, Nanospark, Cleaning Droid. Ich war noch nicht fertig. Do for recycle. Okay, dann nochmal ein Headbutt. Ups. Headbutt. When in doubt, see if Digby can sort it out. Wahrscheinlich muss er da. Geht doch. Mach den Scheiß aus. Tür geht auf. Oder auch nicht. Ich muss wieder physikalisch durch. Und zack. Teleport into the hologram and I'll hack the security door. Was ist das? Hallo? Da ist nix. Ui, was? Remember the names. Found hidden message. My friends. Das sind kleine Digbys. Testing. Little droids love positive graffiti. Noch ein Stargate-Teleporter. War wohl der richtige Weg.
Watch out! Stay on your grid or dodge those things. Ooh. Okay. Easy. Nicer Dicer. Dickweg, angreifen. Nicht? Okay, dann nicht. Mind the step. Da gibt's ja nicht viel zu minden. Gab da nur einen Weg. Was ist das? Irgendwas im Wasser. Na gut. Dickwi! Hi. Kannst du das attackieren? Nein? Dann nicht. Oha! Dickwi! Das ist ein Inkubator. Let's take a closer look. Okay. Ich würde sagen, Dickwi, rein mit dir. Geht nicht. Okay, dann gehen wir da rein. Wow. What the hell? We need to get that back, Rookie. Mr. Krabs. You have 8 minutes and 22 seconds left. Ja, kleines Zwischenfazit. Das ist ein Zwischenfazit. Na gut. Dieses Level machen wir noch. Ich glaube, viel Zeit haben wir nicht mehr. Um die 10 Minuten, denke ich mal. Access denied. Was ist, wenn ich da mit dem Kopf durchgehe? Ist da was? Nein, da ist nix. Dickwi, kannst du da was machen? Oh ja, da können wir was machen. Komm, Dickwi. Oh, nochmal. Full Power. Hello, Rob. Mr. Blue. Robson. Dickwi? Nein, falsch rum. Na toll. Ganz toll, Alex. Nicht, dass er wiederkommt. Na, das noch weg, dass ich es genauer lesen kann. Offspring arriving today. Construction is about to get easier and quicker. Egg-shaped hibernation chambers that contain the alien offspring will start to arrive today. To be very careful when handling the delicate eggs, once installed on the crystal beds, we can harness the abilities to power the teleports and lifts. Tolle Karte. So. Bombs. Bombs are very sensitive. Give the one outside a nudge to see what it means. Dickwi. You wouldn't. Sorry, Dickwi. Nice. Dickwi, geht's gut? Dickwi, geht's gut. Wahrscheinlich muss ich jetzt diese Kugel... Kugel muss jetzt. Wie soll ich denn bitte schön diese Kugel jetzt da wieder hochbekommen? Ah, Respawn Ball. Okay, holding the left trigger, make Dickwi follow the left controller. Use it for lining him up at the target. Okay. Wahrscheinlich. Reicht auch das? So, und jetzt Fullspeed. Na, kein Fullspeed. Nein.
mehr. Middle Speed. Und sehr gut. Every egg holds 1000 offspring. You must save them all. Muss ich die Bombe da treffen? Bin mir gar nicht sicher. Mach mal Boom. Doch, Digby. Doch. Sehr gut. Gehen wir in Position, Digby. So, Fußbeat. Mist. Nochmal. Fußbeat. Bringt auch nichts. So, aber jetzt. Zack, Fullspeed. Und gotcha. Wahrscheinlich muss ich jetzt gegenhalten. Oh, fuck. Oh je, oh je. Das wird ja was. Geht doch. Läuft. Digby nehmen wir mit natürlich. Gell? Wow. Ja gut, Digby hätte man ruhig ein bisschen schöner machen können. Safety first. You can only teleport on the top of the block if they are completely horizontal. Horizontal. Horizontal? Horizontal. And stationary. Sometimes mistakes stop you from progressing. The reset button on your control returns you to the last checkpoint. Okay. Okay. Mal gucken, ob ich das schiebe. Die sind doch alle horizontal. Wahrscheinlich muss Digby hier einen umhauen. Na. Mach das mal weg. Danke. Easy. Award David Hazelhurst for heroism in unblocking the staff toilet for following the infamous Friday Night Burrito Challenge incident. Never again. Ja, so sieht er aus. Hungry? Just ask for. Can I have some? Ui. Der Kleine kann. Kleiner Digby raus. Gell, Odin? Ja, Geld ist magst du wieder. Wenn es wieder Essen gibt. Mal Tür auf. Achso, ich muss meinen Kopf wieder da reinmachen. Okay. Blicke ich nicht. Blicke ich echt nicht. Ja gut, ein bisschen mehr? Nee, macht keinen Sinn. Ach, da geht's weiter. Oh.
ist was für dich. Digby. Full speed. Sehr schön. Hm, Vorsicht, da kann man also runterfallen. Etwa? Oh, ich bin runtergefallen. Ja gut, in dem Sinne machen wir jetzt mal Schluss für heute. Heute war das Thema, wie gesagt, Ebenen, Dimensionen. Mal irgendwie kleinere Indie-Titel mal auszuprobieren, um zu gucken, wie die sich in VR machen. Ist noch viel Verbesserungsmöglichkeit offen, aber an sich für so ein kleines Showcase für heute, für Random Monday, finde ich perfekt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst einen Kommentar da, gebt mir einen Daumen und wir sehen uns beim nächsten Mal Mittwoch wieder mit Skyrim. Ich freue mich auf euch und in diesem Sinne auf Wiedersehen, euer Anarcho Fox. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.